Guten Morgen! Es ist wieder Rohkost-Potluck-Zeit. Ich nehme euch heute wieder einen Tag lang mit. Vergesst natürlich nicht, das Essen aufzunehmen. Und ja, ich freue mich total. Viele nette Menschen haben sich angekündigt. Auch jedes Mal ganz, ganz viele neue. Das heißt, wenn ihr mal beim Rohkost-Potluck dabei sein wollt, ihr könnt euch sicher sein, es sind immer wieder auch neue Menschen dabei. Und ihr müsst euch keine Gedanken machen, dass es irgendwie so eine festgefahrene Community ist. Das immer offen, jedes Mal, für die Hälfte, kennt sich irgendwie, aber du kommst auch nicht mit jedem immer ins Gespräch. Und also keine Sorgen machen, einfach dabei sein. Und diesmal kommt ja auch die Maria von, wir haben uns auf der Revolution kennengelernt in Berlin persönlich. Und ja, sie kommt jetzt auch mal vorbei. Ihr Kanal More Raw Food kennen sicherlich die einige von euch. Da freue ich mich auch auf sie. Wir unterhalten uns ein bisschen, weil sie möchte die Challenge machen oder ein Teil der Challenge. Was ich auch gemacht habe, von 50 Euro im Monat leben. Sie möchte ja diese Rezepte aus diesem Buch Rohkost for Low Cost von meinem Buch, wo halt geschrieben, also bewiesen ist, dass man für 50 Euro monatlich vollwertig und rohköstlich leben kann, indem man auch alles kauft. Und ja, am Anfang war für sie so, das kann das sein. Jetzt hat sie es gesehen und jetzt willst du einfach mal ausprobieren. Und ja, und da werden wir vielleicht sogar ein Interview machen, mal sehen. Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall wieder total gespannt. Das Wetter ist heute so lala, aber die ersten kommen. Ha. So langsam fühlt sich's. Es ist jetzt 11:30 Uhr. Mittlerweile hat sich so eingebürgert, dass wir nicht direkt um 11 anfangen, sondern dann, wenn dann die Menschen gekommen sind. Wie gesagt, hier ist echt sehr, sehr schön. Hier können die Kinder spielen, da hinten ist eine Wasserpumpe und viel Platz. Das Rohkost-Potluck. Was gibt's denn heute? Frische Melone, dann Live-Crackers, Live-Bar, ja, die man richtig mal ja, einfach ja, Convenience-Food hier präsentiert. Vielleicht hat auch einfach keine Zeit mehr gehabt, was zuzubereiten. Ist aber auch immer cool, immer gern gesehen. Das wird wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell weggehen, wie ich so unsere Hut hier kenne. So, dann Bananen und ein Riesensalat. Rote Beete, Möhre, Apfelsalat mit Orangen und getrockneten Tomaten. Boah, geil. Und das ist ein Salat von Bojan. Was ich von Bojan bis jetzt gegessen habe, ich sagen, war nie schlecht. Es könnte nur ein bisschen zu scharf sein, aber müssen wir mal gucken. Minimal Cayenne. Ja, Minimal Cayenne, alles klar. Dann richtig geil, viel Melone heute, Wassermelone, sehr, sehr geil. Und ich frage mich, ich wollte gestern eine Melone kaufen, die war ausverkauft, wer die gekauft hat, jetzt weiß ich es. Frisches Obst, immer gern gesehen. Hier gibt es noch, hat jemand Dings gemacht? Ja, Banane, Propolis. Ist das Banane, Propolis? Was ist ein Propolis? Propolis. Was ist ein Propolis? Blütenpollen. Blütenpollen, okay. Kokosmohn und Banane, Schoko, Kokos. Ah, okay. Okay, Propolis ist übrigens nicht vegan, wurde mir gerade gesagt. Doch. Propolis ist vegan. Ja, kann man so oder so sehen. Shame, das wird hier ausdiskutiert, während ich dann alles esse und das verkoste. So, hier gibt es Medjool-Datteln. Dann gibt es hier einen Kuchen. Da sind Haselnüsse und Datteln im Boden und Kakaopulver und ein bisschen Lupinen und Kokosmehl in der Cremefüllung, die ist aus Bananen. Oh. Klingt gut. Übrigens, nur mal kurz zur Information für die, die das erste Mal da sind. Bei dem Kuchen, das sind jetzt hier 10 Stück. Wir sind offensichtlich mehr als 10. Also, wenn ihr euch ein Stück nehmt und einfach mit ein oder mit zwei Leuten teilt, dass so jeder mal von allen kosten kann. Bei den Salaten ist das nicht das Problem, aber hier bei solchen kleineren Sachen dann einfach, ja, guten Gewissens auch nehmen, aber dann auch guten Gewissens teilen. So, dann hier, was haben wir hier? Das Rohkostbrot, das gekannter Buchweizen, Möhren, Sonnenblumenkerne gemahlen und Hanfsamen gemahlen, Flohsamen, Schalen und ein bisschen Brot, Gewürz und Salz. Ah, okay. Der Salat? Dann Ringer Kohlrabi, Möhren, Äpfel, dann verschiedene Kräuter aus dem Garten, Sabine. Wildkräuter, Giersch, Vogelmiere, Brennnessel, Raubnessel, Spitz- und Breitwederich und Und dann noch ein paar Walnüsse, so, ein paar Datteln und ein bisschen brauner Leinsamen. Okay, das klingt sehr interessant. Was sind das hier? Papayakerne oder was ist das? Ja, das ist Papaya und Papayakerne, ja. Okay. Ich hab's noch ein bisschen in Ordnung gemacht sozusagen. Okay, das drüben ist Papaya. Oder was ist in der Tupperware? Das ist, glaube ich, hier diesen Hebel da. Oder? Nee.
Nein, frisches Obst. Und einen Obstsalat. Sushi. Oh, Rohkost-Sushi. Du hast Buchweizen. Das hatte ich noch nicht. Ja, Buchweizen sprossen, ja. Avocado, Tomate, Gurke und die neue Blätter. Ah, interessant. Ich kenne es bis jetzt nur mit Blumenkohl. Also jeden Fall mal probieren, trotz allem. Mit Alfalfa sprossen bloß auch. Okay. Hast du schon gemacht? Ja. Ah, interessant. Frisches Zeug, alles sichtbar. Ja, muss man nichts zusagen. Hier Löwenzahn als Deko. Sabine, dein Salat. Das ist Kopfsalat mit Brennnesseln und Taubnesseln und ein bisschen Löwenzahn und Zitrone. Okay. Ein Dip, wer hat den Dip gemacht? Ja, das ist Hirschpesto mit Mandeln, ein bisschen Grapefruit dran und Mandelöl. Okay. Und das? Das sind Zucchini-Spaghetti mit Alfalfa-Spaghetti. Und ist das da gedacht jetzt zusammen hier, oder? Genau. Okay, und du wolltest es aber nicht zusammen machen, weil? Ich wollte, dass jeder entscheiden kann, ob er es zusammen essen will oder nicht. Okay, na dann. Ein Salat? Normal? Okay, gibt es scheinbar nichts. Also. Petersilie, Rucola, ein bisschen Gewürz. Joachims Krautsalat, das Kumin, also Joachim, willst du noch so was sagen? Ich kann was sagen. Weißt du angeblich dein Rezept, dann weißt du doch was. Nein, das ist nicht mein Rezept. Du hast es mittlerweile so perfektioniert, dass... Krautsalat, Apfel, Zwiebel, Topinambur diesmal, Sonnenblumenkerne, dann gewürzt mit Salz, Essig und Kumin, also Kreuzkumin. Mhm. Also ohne Öl. Hier ist noch ein Krautsalat mit Gucci-Beeren, oder? Nein, das sind Berberitzen. Das ist Krautsalat mit Zitronensaft, Zitronenschale, etwas Himalaya-Salz und ein bisschen angestoßener Kümmel und nur die Berberitzen drüber. Auch angestoßener Kümmel? Ja, und Mörser. Angestoßen, das ist auch nicht genug. Das ist ein Kümmel angestoßen. Na gut. Also das ist ein ägyptischer Salat. Ägyptischer Salat? Also Rezept original aus Ägypten. Ein bisschen dann eben, also da kommen Radieschen, Oliven und filetierte Orangen rein. Okay. Radieschen grünen und weil dieses Mal Oliven nicht so würzig genug, mir nicht würzig genug waren, dann habe ich ein bisschen Chili-Salz dazu getan. Okay. Naja. Schade, bis dahin klang es echt lecker. Aber der Chili hat es dann... Ah, ich werde trotzdem mal probieren. Na, ich bin nicht für jeden. So, das ist die Kamera, die gibt es jetzt... man könnte ja durch die Kamera durch. Man könnte ja filmen, das was du filmst. Okay, was haben wir hier? Ein Eiersalat? Nein, das ist Mungbohnen-Sprossensalat mit Möhren und einer Kokos-Hanfsoße. Oh. Knoblauch und Curry dabei. Die legendären eingelegten genau. Pilze. Marinierten Pilze mit Zwiebeln, Knoblauch, Hefeflocken, Tomaten, Olivenöl, Zitronensaft und getrocknete Kräuter. Okay. Dann habe ich Sushi mal gemacht. Mhm. Also mit diesem besagten Blumenkohlreis. Das okay. Mit Sonnenblumenkernsprossen, Zitrone, Knoblauch, Salzsole und dann aus verschiedenen Füllungen Paprika, dann Gurke, Senf, Sprossen und Möhren, Dill. Okay. Genau, das sind einfach nur Luca-Linsen, Sprossen und Kraut-Sprossen. Wer hat den Salat hier gemacht? Krautsalat oder? Nee, Süß-Obstsalat. Ja. Da sind Orangen drin, rote Beete, Birnen, Äpfel, Kokosflocken, Zimt. Also was Süßes war da. Okay. Dann ist hier ein Salat mit Grapefruit. Okay. Und irgendwie gesalzt, Sojasauce, Salz, sowas dran? Gar nichts. Naja. Dann. Was ist das für ein Salat? Der grüne? Ja. Das ist ein Kräutersprossensalat mit in Öl eingelegten Gerlauchknospen in Senfdressing. Oh, das klingt witzig. So, dann haben wir den Obstsalat, Obst, brauchen wir nicht extra sagen. Das ist frischer Gürsch und das sind eingelegte Pilze. Ja, nochmal. Pilze mit ein bisschen Zucchini und was war es noch, Radieschen und ein bisschen Zucchini machen. Das kann, glaube ich, da kannst du ja was in den Salat dann vielleicht dann ja, deswegen habe ich den Gürsch auch dazu gelegt, den kann man dann ein bisschen mit rein. Okay. Gut, dann hier, das ist wahrscheinlich das Süßeste, was jemals auf einem Rohkost-Potluck präsentiert wurde. Das sind sehr viele Datteln und sehr viele, also gut, die Orangen waren auch süß, aber die Datteln, ja. Also es ist einfach extrem süß und extrem nahrhaft, weil es angekeimter Buchweizen und sehr viele Nüsse drin und sehr viel Süße aus Datteln. Also das ist wirklich richtig süß, wenn ich das sage.
dann ist es wirklich süß. Blumenkohl-Salat. Ja, wer hat den gemacht? Couscous, also der Versuch eines Couscous mit natürlich Petersilie, ein bisschen Minze, rote Zwiebeln, Tomaten und ein bisschen Zitronensaft. Und ich glaube, ein bisschen mehr Salz. Okay. Nur Tipp: Blumenkohl-Muskat, gerade der Rohkost, richtig geil. Prise Muskat in Blumenkohl schmeckt mega geil. Auf jeden Fall. Ist jetzt leider nicht drin. Nee, ist er nicht. Ich habe uns gerade in meinem Salat. Ja, okay, rote Beete-Salat. Ja. Granatapfel, rote Beete mit Zitrone, Pfeffer, Nelke und Thymian. Okay, und dann hier frische Säfte, was ist in den Säften drin? Das ist Trunk aus Gundelrebe, zweimal. Gundelrebe? Und einmal Waldmeister. Okay, mit was heißt Trunk bei dir? Also Wasser. Ja. Wässriger Aufguss mit Zitronensaft und Honig. Ah, okay. Ja. Zwei Tage gezogen und das ist nochmal Avocado-Creme mit 13 Kräutern. Oh, das sind hier die. Das ist, könnte man super neben die Brot da hinten hinstellen, da steht nämlich kein Dip. Weißt du? Okay. Vielleicht kann man das mal da zum Brot stellen. Ja. Kann das mal jemand machen? Kann man machen. Ja, gut. Cool. Und ja, und dann frisches Obst und sogar mehr, hat Tendenz zur Reife. Wir haben was ist ja nicht mehr. Ach so. Zu spät gekommen. Ja, zu spät gekommen. Was ist das? Oh Gott. Schon mal einmal hier. Salat. Ist da irgendwas Allergenes drauf? Nüsse oder? Paprika ist mit dabei. Ja. Nee, Äpfel. Nee. Ja, manche was Hefeflocken. Hefeflocken. Genau. Na, zumindest ein bisschen Würze drin. Gut. Ja, das ist eingelegter Rettich in Knoblauchsud. Also riecht ganz krass. Mm. Aber roher Rettich. Ja? Ja, dann. Wo soll man es hinstellen? Es geht um das sozialistische Patientenkollektiv. Mhm. Heute Patientenfront. Das ist eine Gruppe, die Anfang der 70er angefangen hat, mit einem Psychiater, der sich eigentlich mit seinen Patienten auf eine Stufe gestellt hat und später auch als Patient betrachtet hat. Und zwar habe ich zu Christian gesagt, Christian, ich muss ja auch mal irgendwie mein Budget ein bisschen in Angriff nehmen. Und ich gebe ja teilweise 200 Euro die Woche aus, weil ich mir halt so frische Früchte und alles Bio und so. Und dann hat ja Christian, ich verfolge dich ja schon eine ganze Weile auf deinem Kanal, immer so Rohkost für Lowkost. Und er meinte so, was, maximal 50 Euro im Monat. Und ich so, was? Und dann hat er ja erzählt mit seinem Buch und so. Und dann habe ich gesagt, du Christian, was hältst du davon, wenn ich mal ein paar Tage nach deinem Buch lebe? Und wo tut's weh? Ja, also seine großen Mengen. Das ist die eiserne Kuppel, die sitzt die ganze Zeit in der Sonne. Die ganze Zeit, alle sitzen da hinten im Schatten. Aber die sitzen in der Sonne. Die Theorie ist, Rohköstler kriegen keinen Sonnenbrand. Und ich hatte auch mal so eine ähnliche Challenge gemacht, die ist aber erbärmlich gescheitert. Ich verlinke euch das mal. Hat schon übelsten Sonnenbrand, aber naja, mal schauen. Ihr seid das erste Mal beim Rohkost-Potluck hier. Ja. Und es gibt übrigens auch einen YouTube-Kanal, kenne ich nicht. War nur ich, Mensch. Ich kann euch da mal unten verlinken, wenn ich dran denke. Und wie findet ihr es? Erste Mal Rohkost-Potluck. Ja, wir dachten eigentlich, das Wetter wird heute nicht so mitspielen, aber wir haben Glück gehabt. Das ist super Wetter, nette Leute, super Essen, wir sind satt geworden. Willst du noch was sagen? Ja, super Atmosphäre hier, finde ich auf jeden Fall sehr kuschelig. Kuschelig, ja. Das ist schön. Das wird wahrscheinlich später noch mehr. Ja. Ich habe auch einen eigenen Kanal, du kannst auch gerne. Du hast auch einen eigenen Kanal? Ja, Marius Mango. Marius Mango. Ja. Also Marius Mango und One Nourishment. Genau. Und ihr seid gemeinsam hergekommen oder seid ihr auch so gemeinsam? Wir sind gemeinsam hergekommen. Freunde, ja. Freunde. Ja. Okay. Naja, also Marius Mango und One Nourishment fanden das kuschelig. Nee, du fandest es kuschelig. Wie fandest du es? Ein Wort, er sagt kuschelig. Du sagst. Nee, du musst es anders sagen. Kuschelig ist vergeben. Ein Wort. Rohkost-Potluck, Leipzig. Gemütlich. Gemütlich. Okay, damit kann ich leben. Ja. Rohkost-Potluck. Ja. Es ist wieder Sommer, es ist wieder gut gefüllt, leider viel zu heiß. Oh, heute war es mal stellenweise am Nachmittag schon sehr heiß, da haben sich viele dann in Schatten verzogen. Nur die Hardcore-Rohköstler haben es in der Sonne ausgehalten. Ja, ich da muss ich zugeben. Ja, das war der Kreis von 6 Leuten, die in der Sonne gebrutzelt haben. Und unsere Gespräche, die waren so anregend, da haben wir dann auch gedacht, die Sonne, was können wir uns schon anhaben. Ne? Wir haben dann einfach weitergeredet und den Platz nicht gewechselt.
Ja. Wir waren heute wieder 60 Leute. Ja, ungefähr so. 60 Leute. Viele Kinder auch wieder. Genau, heute war der Anteil so an reiner Rohkost recht hoch, fand ich. Also war viel Obst und Gemüse war da, was auch sehr schön ist. Uns ist alles alle geworden. Also, ja, die, das ist Wahnsinn, was die Rohköstler wegfressen. Unverschämt. Nur unverschämt. Deswegen, wenn ihr zum Rohkost-Potluck kommt, bringt große Massen mit. Macht einen Riesensalat und macht alles groß und mächtig. Das, was hier weggefressen wird, das muss man schon aber so sagen. Ich hatte gerade noch gehört am Buffet von, dass Potlucks, die um 1 erst beginnen, dann frühstücken die Leute früh und dann ist es nicht so schnell so alle oder nicht so ratzekal alle. Ah. Das kommt wahrscheinlich, weil wir schon um 11 anfangen, dann frühstücken viele nicht und dann... Das stimmt. Wird's dann ganz schnell leer bei uns. Aber der Tag ist halt einfach so schade. Und, ja, und zur Not hat man ja auch noch, haben wir ja noch die Wildkräuter. Ja? Wenn der Hunger dann so groß ist, kann man auch Wildkräuter. Brennnessel ist ja auch sehr sättig. Das stimmt. Wir haben heute richtig große Bandbreite beim Rohkostpotluck gehabt. Wir haben Yoga gemacht, wir haben gesungen, wir haben Werwolf gespielt. Spielen jetzt immer noch dabei. Wir haben uns natürlich angeregt unterhalten und wir haben natürlich gegessen. Und wir haben Projekte initiiert. Leute haben sich zusammengetan. Es wurden verschiedene Sachen geteilt bei YouTube. Ich habe zum Beispiel diese Menstruationsschwämme, da diese mit den Frauen geredet, total tolle Idee. Du hast da auch Interviews gemacht mit Cardi, glaube ich. Oder, also jeder hat auch so ein bisschen, ne, einfach schöne Gedanken, gute Gedanken rausgetragen auf seinem Kanal von anderen. Und ja, ist einfach ein Tag, der so schnell vorbeigeht. Ich bin irgendwie noch gerade angekommen und es gibt noch so viel zu tun. Jetzt gehen wir alle noch zum Tanzen oder fast alle gehen jetzt noch zum Tanzen. Manche reden noch ein bisschen. Jeder kann den Abend so ausklingen lassen, wie er möchte. Und ja, weißt du schon, wann wir das nächste Mal machen? Am 9. Juni. Okay, ist gebongt. Am Samstag, war das der 9. Juni? Ja, kann sein. Also ja. Ich bin am 9. auf jeden Fall da. 9. Juni. Also wenn es ein Samstag ist, ist es der 9. Juni. Samstag, der 9. Juni. Wieder ab 11 Uhr im Akrapark. Meistens so ab 11 Uhr treffen wir uns hier. Und ab 11.30 Uhr ist ungefähr das Essen dann. Okay. Ja. Und was hat dir am besten geschmeckt heute? Hast du was gegessen heute? Ach so, ich habe heute gar nichts gegessen, weil ich esse immer nur eine Mahlzeit am Tag. Und ich habe heute das süßeste, was ever auf dem Rohkost war. Mit diesem Buchweizen? Habe ich nicht probiert. Also aber ich esse auch gerade nicht süß. Okay. Ming. Es geht gleich weiter. Ich mache das jetzt. Ja, Dings, die letzte Werbung. Ich esse ja gerade auch eher obstfrei, süß. Also auch herzhaft ist da, Salat und so. Ja, aber das hat mich irgendwie nicht so angesprochen heute. Ich habe meine grünen Säfte getrunken und ich esse jetzt, wenn ich dein Salat hat wieder genial geschmeckt. Genau. Also im Herzhaften war dein Salat der beste, dieser mit diesem weißen Zeug drin. Mungbohnen, ja. Chirocco und Akkordi. Also das mir, ist so mega geil. Ich hab Hast du ein Rezept dazu? Ja, auf meinem Blog. Ja, unbedingt. Also das ist wirklich mega geil. Das Ding war auch ratzfatz weg. 2 Minuten oder was, zack, war der Salat. Ich habe mir davon auch heute früh ein bisschen was von den marinierten Pilzen und ich habe das noch zu Hause. Ja. Das werde ich jetzt genießen. Das kannst du aber mit Wildkräutern und mit so Das passt doch so mit den marinierten Pilzen, passt super dazu. Ja. Freue ich mich auch schon. Wenn ich nach Hause komme, schön mit Wildkräutern, dann werde ich... Und Silke ist noch unverheiratet. Das heißt, Männer, wenn Interesse besteht, sie wäre noch das wirklich Essen... Also gibt es nichts Besseres als bei dir. Mann sein, Kind sein. Kind sein. Ich bekomme ja auch oft Anfragen, ob ich adoptiere oder so. Ah, okay. Interessant. Weil die auch so leben möchten, wie meine Jungs versorgt werden und so. Hm. Aber ich bereite ja gar nicht mehr. Also ich bin auch froh, wenn ich mal nicht zubereiten muss. Ich bin auch mal froh, wenn ich überhaupt nicht zubereiten muss. Ich esse am liebsten ganz schlichte reine Rohkost. Aber das schmeckt ja trotzdem so geil. Ja. Aber reine Rohkost, ich habe heute die Ming, die hatte heute... Jackfrucht. Nee, auch noch Yams mit. Ja, okay, ist lecker, ja. War sehr lecker. Hm. Könnte ich so essen, einfach mono. Ja, sehr definitiv. Sehr saftig. Herrlicher Geschmack, sehr mild, aber trotzdem. Ich glaube, mein Arm fällt ab. Ja, gut. Wir müssen jetzt mal zum Schluss kommen. Also, der nächste Potluck am 9. Juni wieder ab 11 Uhr hier im Akrapark. Genau. Und wir freuen uns. Jeder interessiert ist herzlich willkommen. Genau. Auch Fleischesser oder sowas. Ja. Alle, die sich dafür interessieren, jeder. Einfach hier, es wird halt jetzt hier nur Rohkost gegessen an dem Tag, aber wir unterhalten uns und über verschiedenste Themen. Über verschiedenste. Rohkost ist gar nicht mehr so das. Genau, Ernährung ist nicht. Politik ist ein Thema, Lebensführung, Minimalismus, Spiritualität. Auswandern, Gemeinschaft. Genau, so viele Themen oder alltägliche Dinge. Da werden auch Leute aufgefangen, die gerade ein Problem haben oder so. Oder über Familie, ne? Wenn so Kinder, ne? Wie man mit Kindern gut alternativ leben kann, sowas. Ja. Das ist echt immer schön. Ja, der Arm, da macht es nicht mehr lange. Gut, okay, dann sehen wir uns dann am 9. Juni. Und ja, wünschen euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Ciao. Ciao.